herzlich willkommen zu einer neuen XXL-Farben-Folge auf der Marschwerder Land mit dem Varuna. Moin. Moin. Du bist auch schon hier angekommen. Ja, bin ich. Ich war jetzt gerade das Vorgewende fertig und dann tanke ich ab. Weil dann haben wir schon zwei Runden hier drin, beziehungsweise bin sowieso gleich voll. Also müsstest einmal komplett rumkommen. Und der Service-Anhänger steht ja irgendwo oben. Da kannst du dann Boxenstopp machen. Boxenstopp. So, 97. So, dann heute wird mal wieder brechen. Das macht Spaß. Das macht Spaß, ich gebe Gas. Ja. 99. Düsenflieger. Alter, das war exakt. Ich habe 17.067 Liter im Tank. Okay. 99%. So, aber das war's erstmal von mir mit Dreschen. Was? Wir haben gesagt, ich fahre heute ab. Stimmt, da war was. Ja, wo steht denn der Ladewagen? Beim John Deere. Beim Feld. Ja. Ja, ich nehme nicht den JCB. Fährt ein bisschen flotter. Toll, ich musste John Deere fahren und fährst jetzt. Es war ja auch deine Strafe für, oder dein Wetteinsatz. Ich wurde ja gezwungen, das zu bestimmen. Hallo? So mitentschieden. Ich dachte, ich gewinne. Gemietete Fahrzeuge John Deere zurückgeben. Ja, okay. Zurück. So, wo steht denn der Ladewagen jetzt? Wie weit bist denn du schon gefahren? Oben. Ah, da hinten. Süßi. Der Anhänger. Hä? Was ist süß? Ich summe nur ein bisschen vor mir her. Weil es ist ja so spannend hier. Muss ich schon zugeben. Oh, hat wieder was nicht funktioniert. Mein Pickup nicht abgesenkt und. Aber ich weiß auch nicht, warum mein Internet in letzter Zeit so schlecht ist. Ja, ich habe wieder den Radiosender verstellt, Mensch. Mensch. Ja, ich muss ja immer aufpassen hier, Copyright und so. Copyright. So, jetzt läuft's wieder. So. Wir hatten gesagt, wir fahren das Stroh erstmal zum Hof. Und lagern das dort ein. Ja. Und dann werden wir es natürlich vom Hof dann relativ bald zur BGA bringen. Dass wir dort noch ein paar Gärreste für Dünger kriegen. Ja. So, ich bin voll. Ich habe mir überlegt, ob wir das irgendwie mit einem Überladewagen machen können. Ah doch, wir könnten es häckseln. Was? Das Stroh, oder nicht? Kann man Stroh häckseln? Ja. Ich glaube schon. Ich hatte nämlich auch noch eine andere Idee. Wenn wir so einen großen Anhänger nehmen, mit 70.000 Litern, und den per Dolly an den LKW hängen, haben wir da nämlich über 100.000 Liter. Ups, halt hier mal rein. Ups, halt, hier müssen wir rein. Ups. Hast die Einfahrt verpasst. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Finde ich eine gute Idee. Also als Beispiel, um das euch zu veranschaulichen, hätten wir hier zum Beispiel den, wobei der hat auch nur 60.000 Liter. Den letzten, den kann man konfigurieren, wenn der
5000. Den welchen? Den letzten Überladerwagen. Ja, aber der kann der dann trotzdem 70 fahren? Ach so, nee, es ging ja darum. Nee, das wäre dann doof. Wir müssen, ach, jetzt habe ich schon wieder das Radio verstellt. Ey, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe. Nee, Quatsch, das wird ja gar nicht hinhauen. Das wäre ja doof. Müssten wir erst das Stroh in den Überladewagen häckseln und dann an den Abfahrer übertanken und dann das wieder wegzufahren. Das wäre auch ein bisschen umständlich. Ja, das ist schon richtig, ja. Ja, wäre schon. Wäre schon richtig. Wäre schon richtig, dann hast du recht. Ja, das wäre schon richtig. So, ohne also Radio ist auch langweilig, ja. Ich mach die ganze Zeit ohne Radio. Aber wenn du nicht das Radio bedienen kannst, dann. Nee, ich komme immer drauf, wenn ich im Ding bin, wenn ich ein Tempomat aktiviere. Wurstfinger, dann, kennst du? Ja. Wollte ich jetzt eigentlich nicht so ausdrücken. So, lass mal kurz gucken. Ah, unser eigenes Feld ist schon zweimal gedüngt, ist ja perfekt. Ja. Wollten wir nicht hier eigentlich Seasons mit reinnehmen? Wollten wir machen, ja. Wir wollen so vieles. Ja. Aber dann müssen wir eh das erst das Feld abernten, sonst ist es nämlich weg. Dann würde ich sagen, machen wir das. Ach so. Dann ja, ernten wir alle ab. Ja. Und dann nehmen wir das mit rein. Ja. Weil Seasons hat auch noch eine richtig geile Stimmung. Weißt du, wenn's Frühling ist, dann ist mehr kahl im Sommer. Ne? Du weißt. Du weißt. Ich verstehe dich voll und ganz. Du verstehst mich. Verstehst du? Ajo. Verstehst du? Okay, das wäre gar nicht mal so schlecht, aber. Aber? Dann sollte man Helfer nutzen. Weil sonst kriegt man das mit dem Ernten nicht hin. Ja. Oder halt nur schwer, sage ich jetzt nur. Und bei Seasons ist auch ein neues Feature dabei. Und das ist jetzt kein Bug, sondern wirklich ein Feature, dass die Lackierung verblasst. Und dass man die dann wieder frisch lackieren kann. Also wieder, dass sie wieder gut aussieht. Okay. So, nach dem Sommer ist sie schlecht, oder was? Nee, das kommt dann mit der Zeit. Und das kann man für gewisses Geld wieder neu machen. Also, dass es wieder schön aussieht. Also, wieder. Weißt, was ich meine? Ja, neu lackieren halt. Ja. Okay. Man muss es natürlich nicht machen. Nee, klar, aber. Wenn du dann so ein abgeranztes Teil da stehen hast, ist natürlich auch nicht so schön. Nee. Warum lädt das denn bei mir so? Ich glaube, deine Internetverbindung ist nicht so gut. Ja. Houston, we have a problem. Ja, connection lost. Scheiße! Na.
geht's wieder? Es geht wieder. Ha, hallo. Okay. Hat so nervös pfeifen. Jetzt richtig wird das sehr schlecht. Soll ich den Upload noch am Laufen oder was? Nee, eigentlich nicht laufen. Eben hat so schön funktioniert. Weil ich gerade eine 7er bekommen habe. So, wie viel Ladung hast du eigentlich vorhin abfangen können? Zwei. Fast zwei. Okay, naja, du hast ja auch noch repariert. Ja, das habe ich. Und du hattest einen langsameren Traktor. Ja, das muss man natürlich auch mit einberechnen. Ich fahre jetzt gerade schon die dritte Tour. Also ich denke, zum Abfahren hier haben wir dann noch genügend Zeit. Wenn wir dann irgendwann Seasons mit drauf nehmen. Mhm. Also wir könnten auch überlegen, ob wir dann vielleicht die anderen Felder verkaufen. Ja. Es dauert halt so lange hier, das Riesenfeld. Dann würde ich lieber 16 verkaufen. Dass wir nur noch 13 haben. Ich weiß, das ist auch nicht mehr so ein weiter Weg von 13 zum Hof. Ja, oder wir lassen halt die 16 stehen und bauen dann nur noch Roggen und Hafer an für die Mühle. Ja. Würde ich sowieso sagen, weil da ist die Mühle direkt nebendran. Mhm. Das macht Sinn. Da hast du recht. Das ist, da bist du, ja, hm? So, jetzt ist das Internet wieder stabil. Der Tigerfarm mir gerade recht gegeben, ja. Klein rotes Kreuz im Kalender machen. Wow. Den. Gerade dran gedacht, ob wir uns einen Tatra holen. Junge, es hat alles geleckt. Jetzt habe ich den LKW-Kram. Wie schnell fährt ein Tatra? 83. Okay, wäre auch nur 10 km schneller. Alle LKWs fahren 83. Nee, der Scania fährt 100, 90. Ja, das ist aber auch ein Matt-LKW. Ich weiß, das ist Standard. Die Standard habe ich gesagt. Habe ich auch gesagt. Das habe ich gesagt. Alter, Full Speed hier den Hohlweg hoch. Es ist immer noch kein Hohlweg. Für mich schon. Für mich nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das ein Hohlweg ist oder nicht. Das wäre auch gut zu wissen. Das seht ihr bei Varuna. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Auf YouTube, Varuna LP. Oder bei Tigerfarm, Tigerfarm 34. Ah, es kamen übrigens noch neue Modsorten hinzu, Ressourcen hinzu, Luzerne, Klee und noch irgendwas, glaube ich. Und ja, der Kompost ist drin, ja. Und die Zigarettenfabrik funktioniert auch. Und ihr könnt auch gerne mal bei mir auf dem Twitch-Kanal reinschauen, Tigerfarm 34, tägliche Streams. Täglich? Täglich. Zumindest die Ferien über. Ja, okay. Das genehmige ich dir. Dankeschön. So, liebe Leute. Muss ich mir gleich ein X reinmachen. Wir sind aber auch schon wieder am Ende angekommen von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles wie immer. Und schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.